Du willst eines der besten Mining-Schiffe und Industrieschiffe haben, die es im Spiel gibt und auch geben wird, dann bist du genau richtig bei diesem Video, denn ich stelle euch drei neue Schiffe vor, die in wenigen Tagen nach Eve Echoes kommen werden. Und ja, warum die zu Recht auch Industrie- oder Mining-Könige oder Königinnen genannt werden, das in diesem Video. Und wir schauen uns eben heute die Noctis, die Orca und das Capital Mining Schiff, die Rorqual an. Und dazu gibt es noch ein paar neue exklusive Infos für euch. Also bleibt dran und genießt das Industrie-Mining-Video zum großen Update. So, Freunde, ich habe es groß angekündigt und ich denke, es wird auch so kommen und auch so passieren. Wir werden uns heute mit dem Thema beschäftigen, das große Mai-Industrie-Update bzw. Mining-Update. Und als erstes gibt es da natürlich drei neue Schiffe, die wir uns anschauen werden. Wir sehen hier schon eines davon, aber nicht ganz, dazu gleich mehr. Wir schauen uns ein bisschen die Eigenschaften der Schiffe an und was uns erwartet bei dem Update. Und es gibt ein paar neue exklusive Informationen, die ich euch zeigen möchte und dazu dann gleich nochmal mehr. Also, ja, was sehen wir hier? Das erste Schiff in der Reihe des Industrie-Updates für den Monat Mai ist die Noctis. Und die Noctis ist ein T8-Bergungsschiff. Was wir jetzt hier sehen, ist tatsächlich aus Eve Echoes, aus dem Testserver, aber das ist die Porpoise. Das ist ja quasi das kleinere, ja, Flottenbooster-Schiff sozusagen, also die Orca ein klein. Darum geht es aber nicht. Ich habe hier auch mal einen anderen Skin raufgeknallt, dass es ungefähr so aussieht wie die Noctis. Also, die Noctis ist ein T8-Bergungsschiff und die ist natürlich auch für das Looten von PvE-Wracks ja, zu nutzen. Und darum geht es auch, nämlich nur PvE, PvP-Wracks kann das Ding nicht looten. Und wir schauen uns ein paar Eigenschaften an und dann schauen wir uns auch das Slot-Layout an. Das machen wir heute mit allen Schiffen. Die Information habe ich, die ist ganz frisch und neu. Aber es gibt noch ein paar wichtige ja, Hinweise zu den Dingen, die ich jetzt sage. Es sind zwar exklusive Infos, die wir von unserer Community-Managerin bekommen haben. Ich habe da extra nochmal nachgefragt, ob wir ohne groß was zu verraten eine kleine Zusammenfassung bekommen können. Das hat auch geklappt, freue ich mich drüber. Man kann ein bisschen drüber erzählen, aber es ist nicht in Stein gemeißelt, dass es tatsächlich so sein wird. Es sind immer wieder Übersetzungsprobleme, also nagelt mich bitte nicht fest, wenn der ein oder andere Skill eventuell anders heißt, anders kommen wird oder ein Slot-Layout doch nicht ganz so dem entsprechen wird. Ich glaube aber, dass die Infos, die ich euch geben kann, jetzt hier ziemlich akkurat sind. Aber ich möchte trotzdem ehrlich sein und das ein bisschen, naja, benennen, so wie ich auch die Info bekommen habe, dass es so ein bisschen aus dem Protokoll aufgeschrieben wurde. Also, die Noctis, T8-Bergungsschiff, nutzt natürlich die Auto-Salvager, die gibt es schon im Spiel. Die werden dann nicht nur in Kombination mit diesem Schiff, sondern auch in Kombination mit den neuen Skills, da gibt es eine ganze Menge von, oder einige Industrie-Skills, werden die dann benutzt. Ja, also, ihr packt das Ding also aus, nachdem ihr eine Anomalie gemacht habt, oder so sollte das zumindest sein. So habe ich auch meine EVE Online-Karriere übrigens angefangen. Bisschen PvE machen mit der Drake und dann die Noctis hinterher. Ja, wir schauen uns das Schiffchen mal an. Und das, was ihr jetzt seht, ist natürlich noch die Porpoise, also nicht verwechseln. Ich rede jetzt über die Noctis und das Slot-Layout und die Daten sind, das, was ihr hier seht, natürlich noch veraltet bzw. falsch. Das sind alte Daten, die in das Spiel gelangt sind. Also, wie gesagt, das Schiff, die Noctis, nutzt die Autosalvager und wird die Experten-Industrie-Skills benutzen. Also, das sind die professionellen Industrie-Schiff-Kommando. Jetzt muss ich mal reingucken, dass wir das auch richtig sagen hier. Fregattenkommando, so, Industrieschiff, hier sieht man das jetzt. Dieses Schiff wird das professionelle Industrieschiff Kommando nutzen und das wird dann für die Bergungsreichweite sein. Ich gehe davon aus, dass das dann ja, für die Salvager natürlich gilt, die Bergungsreichweite. Das war aber eigentlich auch klar, dass der Skill kommt. Und da gibt es noch einen Skill, das muss ich mal gucken. Verteidigungsupdate, ich muss das auch gerade mal ein bisschen live übersetzen. Also, wir haben ja hier auch Industrieschiff Verteidigungsupgrade.
Drei Stück. Industrie, Fortgeschritten, Professionelles. Und auch hier wird die Noctis bereits auf T8. Also das kostet dann auch schon einiges an Skillpunkten und an ISK. Professionelles Industrieschiff Verteidigungsupgrade. Und das wird den Frachtraum erhöhen. Den Frachtraum kann ich euch jetzt nicht nennen, aber es wird einiges sein. Die Daten zu der Noctis kann ich euch aber sagen. Was wir jetzt aber sehen hier, wie gesagt, die Slot-Layouts sind falsch. Für die Porpoise kann ich das noch nicht so genau sagen. Ich kann euch aber für die Noctis das sagen. Und zwar, die Noctis wird zwei High-Slots besitzen. Die wird natürlich dann auch als, ich sag mal, als kleinen Booster vielleicht genutzt werden können, oder ja, ich weiß nicht, also wer da Waffen raufbaut, die werden nicht viel bringen. Da wirst du dann vielleicht deine 150, 200, 300 DPS haben. Aber ich denke mal, das wird so ein bisschen als Flottenunterstützung schon möglich sein, oder als Shield Booster, weiß ich nicht genau. Könnte man machen. Also, die Noctis 2 High Slots, 5 Medium Slots. Wir sehen jetzt hier noch was Veraltetes, das ist klar, habe ich erwähnt. 5 Medium Slots, das heißt, ihr könnt dann 5 Autosalvage darauf packen. Wird keine Drohnen-Slots haben. Interessanterweise, weil das einer der ersten Schiffe ist, die wirklich gar keine Drohnen-Slots haben. Finde ich aber auch ganz gut so. Ist eigentlich auch sinnvoll, beziehungsweise auch sinnbefreit, dass jedes Schiff irgendwie auch eine Drohne immer mitbringen muss. Weiß ich nicht genau, muss nicht sein. Und Low-Slots, 4 Stück, die passen hier tatsächlich mal überein. Also wird so ein ausgeglichenes Ding sein, hat die Werte eines Kreuzers, dazu kommen wir gleich noch, können wir nochmal reinschauen. So, und die Skills habe ich ja gerade schon gesagt, dann gibt es noch Schiffs-Skills, die, oder Schiffsboni, die haben wir auch bekommen als kleine Liste. Und zwar gibt es einmal den ersten Bonus des Schiffes, das ist dann für die Schildstärke vom Schiff selbst und auch nochmal für den Frachtraum. Der zweite Bonus wird für die Autosalvager sein, und zwar für den Cooldown, das heißt die Geschwindigkeit, wie die rotieren. Das heißt, du wirst damit auch schneller salvagen können, was ich ganz, ganz wichtig finde. Denn die 10 Sekunden, die die Dinger standardmäßig haben, waren doch ein bisschen lang. Also gerade wenn man ein Schiff hat wie die Nereus, wo auch nur 2 raufpassen, hat es doch ganz schön lange gedauert, wenn man das ein bisschen nebenbei AFK machen möchte. Und dann gibt es eben noch neben dem Cooldown die optimale Reichweite. Finde ich ganz gut. Denn das wird auf jeden Fall gebraucht, dass das hochgeschraubt wird auf 30, 40, 50 Kilometer. Da muss ich mal gucken, wie hoch das gehen wird. Ich hoffe, dass ich die ganzen Schiffe, neue Module und alles, was Neues zeigen kann, am Release-Tag. Ich gehe davon aus, dass wir das jetzt schon haben werden am kommenden Mittwoch. Versprechen kann ich da aber nichts, aber da sie Late Mai gesagt haben und das eigentlich der letzte Wartungsmittwoch sein wird im Mai, kann man davon ausgehen. So, und die Entwickler haben nichts dagegen gesagt, also denke ich mal, stimmt es schon. So, dann gibt es noch einen Spezialbonus für das Schiff, und zwar Warp-Stabilität erhöht, wie viel weiß ich nicht genau, ist auch gar nicht unbedingt notwendig, denn wir können trotzdem so ein bisschen darüber reden, und das ist das, was ich eigentlich haben wollte, dass man ein bisschen Inhalte erstellen kann. Ja, und dann kommt nochmal eine Autosalvager optimal Range dazu, also nochmal eine optimale Reichweite zu diesen Spezialboni. Und wie gesagt, ich habe jetzt, glaube ich, die Bergungsreichweite genannt, Autosalvager optimale Reichweite und nochmal Autosalvager optimale Reichweite, und das kommt mir dann doch schon ein bisschen heftig vor. Wäre cool, wenn sie Set haben würde, aber kann ich nicht genau sagen. So, ja, das dazu. Jetzt wisst ihr ungefähr, wie das aussieht. Ich wiederhole das nochmal. High Slots 2, Medium 5, Low Slots 4. Und die Modifikationen sind natürlich klar. Auf dem Tech-Level und mit den Industrieschiffen sind das dann jeweils 3. Also für alle Schiffe, die ich heute zeige. Noctis, Orca, Rorqual. Und ja, jetzt können wir einfach nochmal schauen. Die Porpoise nämlich auf die inneren Werte. Merkmale. Ja, hier sieht man schon einiges, das ist noch übersetzt, aber das will ich gar nicht zeigen, denn ich will die Werte nochmal zeigen. So, denn die die Strukturwerte, Schild, Panzerung und so weiter wollte ich euch nochmal zeigen. Und das kann man so ein bisschen auch mit vergleichen, und dann kann man auch einschätzen, wie die Stärke sein wird, Verteidigungsfähigkeit, Geschwindigkeit eventuell.
Und die ja, Produktion. Dazu haben wir leider noch gar nichts. Ich habe zwar hier auch die Blaupausen, aber die kann ich noch nicht nutzen. Also die wurden abgeschlossen sozusagen oder geblockt. Ich kann die nirgendwo in die Industrie reinziehen. Kann ich also noch nicht sagen. Also, die Noctis hat Verteidigungswerte von Schild 3700. Also das hat nichts mit diesen Werten hier zu tun. Das ist viel höher von der Porpoise. Panzerung 2500 und Struktur 4700. Also fast die Hälfte ungefähr. So. Ja, jetzt habe ich hier natürlich noch andere Angaben. Jetzt muss ich mal gucken. Power Grid. Habe ich hier von 500 angegeben. Weiß aber nicht genau, ob das wirklich so übereinstimmen kann. Aber stimmt, hier oben sieht man das. Bei der Porpoise 539 Megawatt. Wir haben bei der Noctis 500. So wurde es zumindest jetzt angegeben. Energiespeicher ist mit 2200. Also wird auch ungefähr übereinstimmen. Und ja, ich denke mal, das mit den Werten wird ungefähr hinkommen. Energiespeicher wieder Aufladerate 522 Sekunden. So viel dazu. Und das war es dann auch schon eigentlich zur Noctis. Ja, und den Rest werden wir dann wirklich live sehen. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich das bekommen werde am Mittwoch. Und dass ich das auch in einem Livestream gerne mal machen würde. Würde ich echt gerne mal machen. Die neuen Schiffe vorstellen, alles mal ausprobieren, anschauen. Skins, Werte, Produktion vor allen Dingen auch. Wie teuer sind die wirklich in der Produktion? Um das nochmal so ein bisschen, ja, einfach sich reinzufinden in dieses neue große Industrie-Update. Denn es gibt nicht nur neue Schiffe, neue Skills, neue Module, sondern noch ein paar andere Infos. Dazu aber zum Schluss mehr. Das war die Noctis. Jetzt kommen wir zur nächstgrößeren Klasse, nämlich T10 Orca. So, da sehen wir die wunderschöne Orca und die ist tatsächlich schon bereits im Spiel. Ich glaube auch schon seit Release oder Beta. Die wurde quasi herein kopiert, gecodet oder so. Und es gab tatsächlich schon mal ein altes Video von mir von der Orca, aber das ist natürlich mittlerweile überholt. Und es braucht nicht mehr zu beachten, denn ich denke, spätestens am Mittwoch oder kurz danach wird es nochmal ein ganz spezielles und ganz konkretes Video zu den einzelnen Schiffen geben. Aber wir schauen uns aktuell heute die Orca an. So ist, sieht sie aus. Und man muss jetzt überlegen, okay, so sieht die Humpback aber auch aus. Das ist so gewollt von den Entwicklern, beziehungsweise vielleicht aus Not heraus auch so umgesetzt, aber eigentlich ist es andersrum, die Humpback sieht aus wie die Orca. Ja, das ist die Orca und man sieht ja schon, worum es bei dem Beast so geht. Das ist ein T10-Schiff, relativ groß, ist kein Capital-Schiff, habe ich die Bestätigung, es wird öfter mal verwechselt bzw. diskutiert, denn aufgrund der hohen Skills und auch aus EVE Online wurde früher immer gerne diskutiert, ist es nur ein Capital-Schiff oder nicht? Nein, ist es tatsächlich nicht. Die Entwickler bezeichnen das so, es ist ein großes Schlachtschiff. Also soll irgendwo zwischen Schlachtschiff und Capital-Schiff liegen. Aber im Grunde ist es ein normales Sub-Capital-Schiff. Und ja, die Orca ist zum Transport da, beziehungsweise um erstmal die Erze aufzunehmen. Das ist der große Bonus der Orca und kann natürlich noch zwei andere Funktionen machen, die ja, sehr cool sind für die meisten von euch, genau wie für mich. Denn jeder möchte gleich mal in die Orca einsteigen. Rorqual wird für die meisten, denke ich, noch als Capital-Schiff ein bisschen entfernt sein. Denn die Orca kann selbst auch Mining betreiben. Ziemlich cool. Und nicht nur das, sondern auch die Mining-Flotte boosten. Das ist die Aufgabe der Orca, diese drei Hauptaufgaben. Und wir können uns das jetzt auch schon mal anschauen. Denn die Orca ist auch das erste aus dieser kleinen Reihe, die ich heute vorstelle, die Mining-Drohnen nutzen kann. So, die kommen auch tatsächlich ins Spiel. Wer das noch nicht gewusst hat, das ist so, es gibt auch zwei verschiedene Mining-Drohnen, die zwei verschiedene, ja, Bedürfnisse ausfüllen. Dazu gleich aber später mehr. Wir gucken uns jetzt mal an, wie wir das eben auch gemacht haben, wie die Orca bestückt sein wird, dann die Skills, die sie nutzen wird und noch ein paar spezielle Eigenschaften. Also, das ist die Orca, das ist aber auch das alte Slot-Layout. Das wird so nicht mehr sein am Mittwoch und auch die Werte werden ein bisschen anders sein. Also, die Orca wird drei High-Slots haben, 1, 2, 3, nicht 4.
drei High-Slots und die werden in den meisten Fällen, denke ich auch mal, für den Flottenboost benutzt, denn das ist auch die Aufgabe der Orca, das sind sehr, sehr viele Skills damit verbunden. Medium-Slots 3, hier sind 4 noch drin, wird also nicht allzu viel haben an, ich sag mal, Support-Rollen oder wie auch immer, sondern ist wirklich dafür da, um ja, Flotte zu unterstützen oder Selbstmining zu betreiben. Ja, dann aber, das wird jetzt interessant, Drohnen, 5 Slots und das ist schon ziemlich cool, dass die Orca auch 5 Mining-Drohnen aufnehmen kann. Und ja, Low-Slots werden ebenfalls 5, das stimmt hier tatsächlich überein, also ähnlich wie hier das Slot-Layout, aber trotzdem anders sein. So, was kann die Orca denn eigentlich? Die Orca hat eben die Möglichkeit, weil sie große Drohnen aufnehmen kann. Man kann das jetzt hier schon sehen. Das stimmt also so überein. Große Drohnen bedeutet, du kannst Mining-Drohnen tragen. Schlachtschiffe werden das auch können, aber die können natürlich dann nicht ja, viel aufnehmen. Bin ich aber gespannt, ob man da nicht doch irgendeine Lösung finden kann, um Schlachtschiffe mit ja, großen Drohnen irgendwie effizient im Mining zu betreiben. Kann ich mir nicht vorstellen, weil die keine Mining-Skills haben, aber wer weiß. So, also 5 große Drohnen und das sind dann aber die kleineren Mining-Drohnen. Es gibt ja noch die Tagebau-Drohnen, die Excavator-Mining-Drohnen, die dann aber nur auf Capital-Größe, also der Rohrqual, zu finden sein werden. Die hier also nicht. Ja, das fragt man sich natürlich, okay, es gibt ja schon die Coveted 2 und wie gut ist denn die Orca? Die Entwickler haben das in der letzten Frag-mich-alles-Sitzung so benannt, dass die Orca ungefähr 50% mehr ja, Mining betreiben kann, also 50% effizienter betreiben kann. Und das ist schon ziemlich krass eigentlich, wenn man das mal überlegt. Wenn man so ein bisschen schaut, mit der Coveted 2 ist man jetzt unterwegs. Was hat man denn so im Erzhanger, wenn man ja, dann andockt oder wenn es voll ist? Und da ist man immer so um die 10 Millionen gewesen. Das heißt, wenn man das vergleichen will, ist natürlich hier schwierig, weil wir hier nicht diese, ich glaube, 72.000 Erzfrachtraum haben, sondern viel, viel mehr. Aber man kann das schon vergleichen, was da dann eben rumkommt. Wenn man das mit der Coveted 2 vergleichen würde und man hätte eine Coveted 2 mit 50% mehr Bonus, würde man pro Run eben nicht 10 Millionen ungefähr, mal sind es 9,5, mal 10,5, laut System mal 11, sondern ich sag mal nicht 10, sondern 15 Millionen. Und das ist dann schon ein deutlicher Unterschied. Und natürlich, die Orca kann viel mehr Erz lagern und das ist also schon ein großer Schritt nach vorne. So, Erzfrachtraum soll bei der Orca übrigens 150.000 sein. Wenn ich jetzt mal raufgucke, ich hatte die Orca hier schon mal gefittet, auch mit den Standard Cargo Erweiterungsmodifikationen, um den Frachtraum eben nochmal zu erweitern. Und ich hatte diesen normalen Frachtraum hier bereits schon auf über 160.000, ich glaube 165.000 gebracht. Erzfrachtraum soll, also hier, das ist noch falsch, 405 ist ein bisschen heftig, soll hier 150.000 betragen. Ist schon eine große Nummer, vor allen Dingen, wenn man mit dem nächsten Schiff, mit der Rohrqual auch Erze pressen kann, dann ist das schon ziemlich heftig. So viel dazu. Welche Skills gibt es denn dafür? Die Orca hat die Standard-Industrieschiff-Skills, nämlich Industrieschiff-Kommando, dieses Verteidigungs-Upgrade und eben dieses Engineering. Das muss ich mal gucken, wie das hier auf Deutsch nochmal heißt. Ist immer ein bisschen schwierig. Das ist nämlich hier die Wartung. Nein, das ist hier die Elektronik. Ingenieurwesen heißt es, genau. Engineering ist ein Ingenieurwesen und das gibt es ja schon und das nutzt die Orca eben auch. Hier, Industrieschiff-Ingenieurwesen, fortgeschritten professionell. Dazu gibt es aber noch ein paar andere Boni. Und zwar, Bonus 1 der Orca wird sein, Mining Command Burst Stärke. Das bedeutet also, die Kommandostrahlstärke wird erhöht. Und dann gibt es nochmal Panzerungskommandostärke. Das wird auch erhöht und das ist eben als Flottenbooster gedacht. So, und dann, ich habe noch nämlich was vergessen, bevor ich auf diese Skills komme. Ich habe nämlich eben die Industrie-Skills erwähnt. Dann gibt es nochmal Industrie-Kommando. Dann gibt es Mining-Kommando und auch Mining-Drohnen wird es geben. Und Exhumer-Drohnen, also diese Tagebau-Drohnen.
Das ist aber wieder, was ich anfangs meinte, müsst ihr ein bisschen auf die Goldwaage legen, was ich jetzt sage. Denn das wurde für alle gleichermaßen benannt. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass die Orca hier diese großen Tagebaudrohnen hat, weil das nicht möglich sein wird, dass die Orca Capital Drohnen drauf hat. So, wurde aber genannt, deswegen will ich es erwähnen, aber auch ein bisschen ja, auf die Goldwaage legen, was da genannt ist. So, es gibt aber einen Bonus 1 und das hatte ich eben schon, Mining Command Burst. Das ist schon mal richtig krass. Das bedeutet, du kannst nicht nur die Flotte, ich sag mal, defensiv boosten, sondern auch im Abbau. Das heißt, und es wurde auch ganz klar so benannt, dass die Orca allein schon mit ihren Standard-Mining-Eigenschaften schon 50% stärker ist. Und wenn dann eben noch der Boost dazu kommt, der dann für die gesamte Flotte gilt, wenn du neben der Orca stehst, ist es schon ziemlich heftig. So, dann gibt es Panzerung, Kommandostärke, hatte ich eben schon genannt, Mining-Ausbeute grundsätzlich. Und dann gibt es nochmal zwei verschiedene Boni als Skills für die Orca, nämlich Drohnen-Schaden und Drohnen-Defensiv. So, und ich denke mal, Mining-Ausbeute wird dann auch allgemein für die Drohnen gemeint sein. Denn ich denke nicht, dass man hier Strip-Miner noch rauf machen kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Im Trello wurde übrigens auch erwähnt, dass es Capital Mining Laser geben soll, aber kann ich mir auch nicht vorstellen, denn es gibt ja diese Capital Mining Drohnen, diese Tagebau, also Exhumer Drohnen für die Rohrqual, dazu kommen wir gleich noch. Und das sind immer so ein paar Übersetzungsfehler, die man so ein bisschen im Auge behalten muss. So, Bonus 2 für das Schiff, für die Orca. Remote Shield Rep, also ebenfalls nochmal ein Bonus für Schildreparatur. Ja, also sowas, wer Logistik spielt, der weiß, was damit gemeint ist. Und dann nochmal die optimale Reichweite für die Module. Das sind dann eben auch die High-Slots, die man hier reinpacken kann. Habe ich im Moment auch nicht, weil ich nicht angedockt bin. Und ja, dann gibt es nochmal zwei Boni, nämlich den normalen Frachtraum und den Erzfrachtraum. Dazu kommt wieder ein Spezial-Bonus für dieses Schiff, nämlich Warp-Stabilität, Kommandostrahlstärke und Kommandostrahleffektive Reichweite. Und ich hoffe, dass das so kommt. Das würde bedeuten, dass die mindestens immer zwei verschiedene Sets von diesen Skills haben. Kann aber auch tatsächlich sein, dass es, dass das, was ich jetzt sage, dieses Spezialbonus, genau das gleiche ist wie der zweite Bonus. Nämlich der Bonus für Remote Shield Rep das gleiche ist wie für ja, Kommandostrahlstärke. Kann ich mir nicht vorstellen, denn das sind zwei Module. Kommandostrahlen sind hier mit Slot und die richtigen Shield Booster oder Gruppenshield Booster sind eben hier oben im High-Slot. So, aber das werden wir, wie gesagt, dann alles am Mittwoch oder frühestmöglich sehen. Ja, das war es soweit zu der Orca, aber ich will noch mal kurz reinschauen in die Eigenschaften, die Zahlen, dass man das ein bisschen vergleichen kann. Dann werdet ihr auch wissen, wo die Reise dahin geht, denn die Orca wird auf ungefähr Schlachtschiff-Niveau liegen mit den Werten. So, schauen wir uns das mal an. Die Orca, also das könnt ihr wieder vergessen, hier die Werte sind alt und überholt und die Orca hat hier Standardschild von 40.000, Panzerung 27.000 und Struktur 52.000, also schon ganz schön heftig, wenn man das mit den Werten von hier vergleicht. Power Grid sind hier 6.000 angegeben, Kapazitor, also Energiespeicher von 8.000 ist also eher ein Standard-Schlachtschiff. So, 864 Sekunden auf die Wiederaufladerate, hier sind es über 1.000 und so viel zu den Werten der Orca. Ja, Freunde, das ist das nette Teil, das werden die meisten, denke ich, auch anstreben, denn das wird man auch relativ schnell bekommen können, denke ich. Vorausgesetzt die Blaupausen bekommt man, dazu komme ich gleich nochmal. Die Skills sind soweit auch bei den meisten bekannt und auch schon geskillt, die in dem Industrie- oder Mining-Bereich unterwegs sind. Und die Orca wird auch, denke ich, ein super beliebtes Schiff sein, weil es einfach ein Transporter ist. Die Aufgabe des Erzabnehmens ist ganz wichtig, weil man allein durch diesen Fakt ja schon wahnsinnige Zeitersparnisse hat. Und da wird die Orca durch diese drei Hauptaufgaben selber Mining, Flottenboost und eben Transporter super beliebt sein. Und natürlich aber auch ein nettes Ziel sein für ja,
Roams, Gangs, Überfälle und so weiter. Und die Industrieschiffe werden im Übrigen auch ein eigenes Set an Rigs bekommen, also Modifikationen. Dazu dann am Mittwoch aber auch mehr. Das ist aber auch das Übliche drin, denn man braucht ja auch für die Mining-Drohnen die gleichen Skills. Also diese zwei Werte kann man damit erhöhen. Mining-Drohnen Cycle Time, das heißt, die bauen dann ein bisschen schneller ab und erhöhen dadurch dann die Effizienz oder eben den Wert des Erzes, der abgebaut wird. Das gibt es ja jetzt auch schon. Der wird dann auch mit erhöht. Diese zwei Sachen. So, und das ist das, was ich euch jetzt in-game zeigen kann. Und die Rohrqual muss man sich jetzt ein bisschen nicht nur vorstellen, sondern da gibt es noch kein In-Game-Material, sondern da schauen wir uns jetzt einfach eine Art Video an oder Trailer aus EVE Online zur Rohrqual, damit wir uns das ein bisschen anschauen können, wie die aussehen soll. So, die Rohrqual ist natürlich jetzt, was ich anfangs auch gesagt hatte, das Schiff, das du auf jeden Fall haben willst, beziehungsweise auch für deine Gruppe, für deine Corporation oder Allianz oder auch für dich, wenn du gerne Solo-Mining betreiben willst und die Königin oder der König sein möchtest, was Industrieschiff angeht, dann ist die Rohrqual auf jeden Fall das für dich. Nach den Dreadnoughts und nach den Carriern übrigens das größte Schiff, auch in EVE Online, in EVE Echoes sowieso. Es wird also aktuell das größte Schiff in EVE Echoes sein, denn es ist noch ein Stückchen größer und verbraucht auch mehr Materialien und Komponenten, was die Produktion angeht. Also das könnt ihr euch jetzt schon mal merken, wenn du schon mal einen Dread oder einen Carrier gebaut hast, dann wirst du noch etwas mehr dazu benötigen, so war auch die Aussage. Es wird ein wenig mehr Ressourcen, also Mineralien und auch Komponenten benötigen. Und da kann man auch schon die Kosten so ein bisschen abschätzen. Ich schätze das auch auf die Kosten zwischen 25 und 30 Milliarden. Ich hoffe, dass sie in Zukunft wirklich, das haben sie versprochen, dass sie da schauen wollen, wie das Feedback ist und wie auch der Absatz ist und der Erzmarkt so ein bisschen sich verhält. Ich hoffe, dass es angepasst wird. Ich glaube fast nicht, aber ich hoffe, dass die ISK-Kosten senken für die Produktion und einfach die Mineralien da ein bisschen gesteigert werden. Im Moment ist es ja so, dass sie das so abgetan haben, ja, der Bedarf für diese Schiffe wird ja da sein, deswegen wird auch mehr Mineralien verbraucht werden. Ja, richtig, aber gleichermaßen steigt ja auch noch diese übermäßig hohen Kosten an ISK, an den Produktionskosten, die ja schwachsinnig hoch sind. So, also, die Rohrqual, ein T10 Capital Bergbauschiff mit Industriemodulen. Das ist ein extra Industriemodul mit zwei Kernen und dieses Industriemodul ist einmal für das Schiff selbst gedacht und einmal für die Gruppe gedacht, nämlich Industrial Enhancement Core. Das bedeutet einfach, die Mining-Stärke wird erhöht und Industrial Command Core, das ist also ähnlich auch in Siege Mode für Dreadnoughts und so weiter, dafür ist dann die Flotte geboostet. Ja, das gibt es eben auch. Also entweder, wenn du allein unterwegs bist, kannst du selber mehr abbauen oder die Flotte boosten. So, dann nutzt die Rohrqual den Mining Foreman Command Burst. Also die hat einen eigenen Booster. Das ist ähnlich auch wie die Orca. Und die nutzt Bergbau-Mining-Drohnen, aber nicht eben die Standard-Mining-Drohnen. Ich weiß nicht genau, wie sie auf Deutsch übersetzt werden, sondern die Excavator-Drohnen, also die großen Drohnen. Und die verhalten sich ähnlich, ich denke, das wird auch vom Interface ähnlich aussehen wie bei den Carriern, ne? Dass man dann eben 5 solche Slots hat oder ja diese Tubes, wo man dann die einzelnen Excavator-Drohnen drin hat. Also das sind dann wirklich auch die Größe von solchen Jägern, so wird das auch beschrieben von den Entwicklern. Und die sind dann eben abbauen. So. Ja, da gibt es zwei Modi der Mining-Drohnen und ich denke, dass das ähnlich sein wird. Also es wurde nur genannt, dass es zwei unterschiedliche Modi gibt für die Drohnen und ich denke auch, dass die irgendwie müssen die ja was zu tun haben mit Abbau oder Reichweite oder Geschwindigkeit, ich weiß es nicht genau. Kann ich mir aber vorstellen, dass es auf jeden Fall die Effektivität auf verschiedene Art und Weise des Mining beeinflussen muss, ist ja klar, als Flaggschiff der Mining-Schiffe. So, das habe ich eben schon genannt, das benutzt oder wird benötigt etwas mehr Mineralien und
Komponenten als die Dreadnoughts und Carriers. Carrier, und das heißt, es wird eben auch diese Art der zweistufigen Produktion geben, ne? Dass man eben die erstmal die Komponenten herstellen muss. Das heißt, der Komponentenmarkt wird sehr, sehr begehrt sein, noch mehr als es jetzt schon ist. Denn ich finde, das ist ein sehr lukrativer Markt, denn man sieht zum Beispiel nicht nur die Module für die Capital-Schiffe, sondern eben auch die Komponenten ist ein lukrativer Markt, denn die sind ausgenommen von der Versicherung. In den meisten Fällen zumindest, denn wer versichert schon sein Capital-Schiff? Eigentlich Schwachsinn, da ist es günstiger neu zu bauen. Oder du hast natürlich einen ganz, ganz teuren Nanokern drin. Dann lohnt sich natürlich schon eine Versicherung. Aber da, also eigentlich ist es zu teuer. Da kannst du dir zwei Rohrquals wahrscheinlich hinstellen in Zukunft auch, anstatt das zu versichern. Ja, und ja, die Komponenten werden eben dann als zweiter Industrieschritt benötigt. Wenn die fertig sind, kann man eben auch mit der Blaupause der Rohrqual auch das Schiff selbst dann bauen. So, ja, es gibt eben auch neue Capital Skills und dazu werde ich gleich noch kommen, denn das muss quasi auch nach oben skaliert werden, wie man das von den anderen Industrieschiffen auch kennt. Dann gibt es noch eine Info zu dem Frachtraum. Das soll ja laut unserer Community, laut der Community Managerin doppelt so groß sein wie von der Orca, also 300.000 Erzfrachtraum. Und es ist aber jetzt noch ein großer Unterschied zu EVE Online. Also, es gibt keinen Panikmodus. In EVE Online ist es so, dass das Schiff einen Panic-Button hat und das bedeutet, das Schiff und alle in Reichweite, beziehungsweise ja, alle in Reichweite in der Flotte unverwundbar sind oder fast unverwundbar für einen gewissen Zeitraum, um dann eben auch ja, Unterstützung anzufordern. So ist die Idee so ein bisschen dahinter gewesen. Diesen Panikmodus wird es hier nicht geben. Ich gehe davon aus, das wurde ganz explizit meiner Meinung nach nicht genannt, dass es eine Erzkompression geben wird, aber ich glaube, das wurde erwähnt, dass man durch die Frachträume und auch diese Möglichkeit, ich bin jetzt nicht ganz sicher, deswegen will ich nicht meine Hand ins Feuer legen. Ihr werdet das sicherlich kommentieren unter diesem Video. Ja, dass man sich dann eben nicht mehr vom Asteroidengürtel wegbewegen muss, denn die Transporter also die Orca oder Frachter oder eben die Rohrqual, wenn man dann dazu noch die Erze pressen kann zu den bereits jetzt schon vorhandenen riesigen Erzfrachträumen, dann muss man sich quasi nie wieder vom Asteroidengürtel wegbewegen. So, dann kommen wir mal zu den Slot-Layouts. Also, man sieht jetzt hier ein Bild aus der Version von EVE Online. Das habe ich eingeblendet. Das ist natürlich, braucht doch gar nicht weiter beachten, sondern ich will einfach nur mal das Interface ein bisschen zeigen. Die Rohrqual wird drei High-Slots haben. Es wird also ähnlich wie die Orca höchstwahrscheinlich dann um den Boost gehen so ein bisschen, beziehungsweise eventuell auch Waffenrauchschrauben, weiß ich nicht, wie effektiv die sind, oder einfach ein Shield Repairer für die Flotte. Medium Slots 3, also keine großen Support-Module oder irgendwas anderes, aber eben, also wie die Standard Capitals, die wir jetzt auch schon haben. Ein Dreadnought zum Beispiel ist auch genauso aufgebaut. Und Low Slots dafür aber 8. Also das ist ziemlich heftig. Und da kann man eine ganze Menge dann machen, wie man die Orca aufbauen wird. Bin ich mal gespannt, was man damit machen kann. So, und dann gibt es drei Skills, die einfach ja hochskaliert wurden. Das sind nämlich die Capital Industrieschiff Kommando, dann eben auch dieses Capital Defensiv Upgrade und eben dieses Ingenieurwesen, aber auch als ich weiß nicht, ob das auch als Capital Stufe dann gilt. So, und dann ist bei der Rohrqual ja so, dass die eben diese großen Drohnen hat und da passen eben nur diese Drohnen rauf. Ich weiß nicht, ob man auch meine Drohnen raufpacken kann, die im Großen. Eigentlich ist das so abwärtskompatibel, aber warum sollte man das machen? Ja, Freunde, so viel dazu. Die Rohrqual hat natürlich dann auch diesen Modus. Ich denke mal, das wird dann auch ähnlich sein wie bei der bei den Dreadnoughts zum Beispiel.
oder den Carrier, dass man in diesen speziellen Modus geht. Dann richtet sich die Rohrqual so auf und kann eben auch Erze pressen und so weiter. Und ist meistens auch für die Boosts dann zuständig, beziehungsweise boostet sich selbst dann halt auch nochmal richtig. Dann natürlich nochmal der Hinweis, wenn das rauskommt, nochmal ganz speziell zur Rohrqual die Videos. So, Freunde. So viel dazu. Wir können uns jetzt einfach nochmal hier die wunderschöne Orca anschauen und über sonstige Themen sprechen. Denn es sind noch einige Sachen genannt worden. Zum Beispiel die Coveter. Das war aber auch schon in den Ask Me Anything Sitzungen genannt. Und ich gehe davon aus, dass das ein Fehler ist. Denn kann ich mir nicht vorstellen, dass die Coveter auch Mining-Drohnen ausrüsten kann. Denn ja, die kann erstens keine großen Drohnen tragen und zweitens ist es absurd, dass die Coveter auch meine Drohnen tragen könnte. Dann wäre sie ja schon fast besser als die Orca, denn die kann ja auch Stripminer tragen. Also so viel dazu, das war zu der Coveter jetzt mal kurz genannt, aber ich gehe davon aus, dass das Übersetzungsfehler war. So, dann nochmal, wie kommt man denn jetzt an die Blaupausen? Ja, da soll es laut Entwickler in komplett neuen Anomalien geben. Ich habe das jetzt schon mal getestet hier auf dem Testserver und tatsächlich, wenn ich das Schiff zerstöre, die Orca, gibt es eben diese großen Ohrrümpfe von der Fraktion Ohr und die gibt es bis jetzt noch nicht. Ich denke mal, dann werden die einfach nochmal entweder freigeschaltet beziehungsweise kommen in komplett neuen Anomalien vor und dann über die Rückwärtsentwicklung, also die Reverse Engineering, könnt ihr dann natürlich die Blaupausen herstellen aus den Schiffswracks und die sind überall zu finden. Da muss man aber auch wieder aufpassen, wo man sich doch befindet, denn genau wie die Kampfanomalien gibt es bei den Industrieschiffen, also Interbus ist es ja ähnlich, die Medium-Großen und so weiter in verschiedenen Regionen und da muss man schon gucken, dass man da eine richtige Region schon abbekommt, aber trotzdem im gesamten Universum verfügbar. So. Ja, die Industriemodifikation habe ich schon erwähnt. Die sind natürlich genauso dann für die Drohnen einfach hochskaliert. Das bedeutet, habe ich vorhin schon mal kurz gesagt, Cycle Time und Mining Amount wird es dann geben. Also die Ausbeute und die Umdrehungsgeschwindigkeit kann man dann reinbauen. Das als Mining-Drohnen-Modifikation dann. Ja, da gibt es noch ein kleines Thema, Recycling, das ist so ein bisschen ein Randindustrie-Thema. Recycling soll eventuell in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres nochmal überarbeitet werden mit Anpassung oder einem großen Update nochmal. Das heißt, es soll dann auch mehr Möglichkeiten, so stand es glaube ich da, oder leichter sein, um Recycling zu betreiben. Gerade mit der Porpoise wird das, mit der Noctis wird es dann so sein, dass viele Leute sie dann wirklich nutzen, um eben die Wrackteile einzusammeln oder nochmal viel mehr damit beschäftigt sind, diese Wrackteile einzusammeln im PvE-Bereich. So, Versicherungsänderungen, das hatten wir glaube ich schon mal als Event oder so, ich bin nicht ganz sicher. Ja, Versicherung wird nicht grundsätzlich überarbeitet, das wird glaube ich auch niemals passieren, aber die Versicherung soll ein bisschen geboostet werden. Das bedeutet ganz konkret, die Versicherungsbestellungen vom System an den öffentlichen Markt sollen erhöht werden. Und dann soll unter anderem auch der Verbrauch von Mineralien, Ausrüstung und modifizierten Items angepasst werden. Ich weiß nicht genau, ob das dann einfach gemeint ist, dass die quasi mehr angekauft werden vom System. Das ist ja dann so, dass die auch erstmal erschaffen werden bei der Versicherung. Im Versicherungsfall, die werden erstmal aus nichts erschaffen, sollen dann aber später quasi aus dem Markt nachgekauft werden, beziehungsweise eben durch diese Buy-Order abgedeckt werden. So, und das soll auch erhöht werden und das soll eben auch diesen Wert oder einen gewissen hohen Wert dieser Items dann erhalten oder eben diese Wertigkeit dann darstellen. So, und da gibt es noch eine Kleinigkeit, das kann ich euch jetzt einblenden. Und zwar sind das 4 neue Nanokerne für die Frachter. Tatsächlich gibt es diese Golden Age, also diese goldenes Zeitalter Nanokerne für alle Frachter. Und das ist ziemlich interessant aus dem Grunde, wenn man sich erinnert, jetzt zurückerinnert vor ein paar Monaten, gab es hier schon mal ein Event, nämlich das goldene Zeitalter. Und da konnte man tatsächlich mit den Nanokernen, die waren eigentlich ziemlich Schrott, hat glaube ich auch keiner besessen, sehen cool aus, aber für den täglichen Gebrauch eher wenig gebraucht. Aber man konnte mit diesem goldenen Zeitalter Nanokern zu
den verschiedenen Sonnen springen und dann dieses Event erledigen. Und es ist die Frage so, ja, was hat das jetzt für die Capitals zu bedeuten? Also für die Frachter, kann man jetzt mit den Frachtern dann zu den Sonnen springen? Und würde das bedeuten, dass man dann eine Art Mini-Sprungfrachter haben kann? Oder ist das ein Test für Sprungfrachter für später? Weiß ich nicht genau, denn da gibt es ja eine Einschränkung und die lautet, man konnte das ja nur, glaube ich, im Highsec nutzen. Diese Sprungfähigkeit und ja, da bin ich mal gespannt, was das bedeutet. Die soll es dann aber auch geben. Wie man die bekommt, kann ich nicht sagen, ob das ein Event sein wird oder ob das einfach im Shop dann auftaucht oder anderweitig durch Möglichkeiten, kann ich nicht genau sagen. Dazu dann aber spätestens ab Mittwoch auch mehr. Ich will mich natürlich dann jetzt habe ich doch mal natürlich gesagt, voll auf die Industrieschiffe stürzen und hoffe, wie gesagt, dass wir ein Livestream machen können. Dazu dann aber mehr. So, Freunde, das war's. Ein großer Rundumschlag und wenn ihr euch für Mining und Industrie interessiert und selbst das betreibt, dann sind diese Schiffe natürlich super, super interessant für euch und ich hoffe wirklich, dass wir uns dann wiedersehen in der nächsten Woche oder auch eventuell am Wochenende, müssen wir gucken, und uns einen kleinen Livestream dann gönnen, um die Schiffe nochmal näher zu beleuchten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mehr von Eve Echoes im deutschsprachigen Raum anschauen möchtet. Also, dann sehen wir uns spätestens am Mittwoch wieder mit neuen Inhalten und neuen Erkenntnissen. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin, macht's gut. Haut rein. Ciao.